Ja, ganz herzlich willkommen, Herr Moritz. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ja, in Ihrem Romandebüt geht es ja um eine Liebesgeschichte zwischen zwei eigentlich gestandenen Erwachsenen, in deren Leben ja eigentlich nichts fehlt, außer eben die Liebe. Wie begegnen sich die beiden? Ob ihnen nichts fehlt, das weiß ich gar nicht so genau. Es sind zumindest zwei Figuren, die etwas erlebt haben. Er war schon mal verheiratet, sie hat unglückliche Beziehungen hinter sich, die beide eigentlich im Beruf ganz gut zurechtkommen, aber Sie haben es erwähnt, ihnen fehlt etwas. Das heißt, Sie haben das Gefühl, das ist vielleicht noch nicht das ganze Leben. Sie wohnen nebeneinander schon seit einiger Zeit in einem Pariser Mietshaus, aber wie es dort so ist, ohne rechten Kontakt miteinander zu haben. Und dann waltet das Schicksal, wenn man will, das heißt ein Wasserschaden über der Wohnung von Madame Cottard, so der Name der Heldin. Und plötzlich muss sie ausziehen und er als höflicher Deutscher, der in einer Firma arbeitet, der eine Niederlassung in Paris hat, bietet ihr an, ihr wenigstens für eine Nacht Herberge zu geben. Und so lernen sie sich zwangsläufig kennen. Er ist am Anfang eher reserviert, aber dann entwickelt sich das Spiel und beide merken, da könnte mehr sein als eben nur die Nachbarschaft. Eine Pariser Buchhändlerin und ein deutscher Korkenverkäufer. Man könnte sich ja eigentlich günstigere Konstellationen vorstellen. Worin besteht die gegenseitige Anziehungskraft zwischen den beiden? Das mit den günstigen Voraussetzungen kann man sich immer nicht so aussuchen. Die sind im Leben nun mal so gegeben. Die beiden wohnen nebeneinander, sind eben keine zwei Buchhändler oder Buchhändlerin und Schriftsteller, sondern es sind Figuren, das war Absicht, die ein bisschen gegensätzlich gezeichnet sind. Einerseits durch das, was sie beruflich tun. Das ist in der Tat ein Gegensatz und da versuchen sie ja beide auch ein bisschen näher zu kommen. Sie ist die wesentlich lebhaftere, muntere Französin, eher immer etwas sorgsam darauf bedacht, als alleinlebender Mann in der fremden Stadt zurechtzukommen. Das heißt, sie beiden müssen sich allmählich im Dialog auch erst kennenlernen. Das war aber gerade der Reiz natürlich auch, wenn man beschreiben will, wie sich zwei Menschen näher kommen, die sich mit Vorsicht näher kommen, die schon ein bisschen was erlebt haben. Dann auch zu beschreiben, wie lernen die sich in ihren Gegensätzlichkeiten ein bisschen besser kennen. Und wie gesagt, man kann es sich aber nicht aussuchen und vielleicht klappt das ja doch, auch wenn zwei gegensätzliche Figuren aufeinandertreffen. Von den kulturellen Unterschieden zwischen Deutschen und Französen können Sie ja aus ganz persönlicher Erfahrung berichten. Sie leben in Paris und Hamburg. Hat es Sie schon länger gereizt, über dieses Thema zu schreiben? Ja, man soll ja ein bisschen über das schreiben, was man kennt. Das halte ich immer für eine gute Voraussetzung. Wobei Leben in Paris bei mir zu viel gesagt wäre. Ich habe zusammen mit einem Bekannten ein kleines Appartement als Mieter. Bin viel zu selten dort gewesen in den letzten zwei, drei Jahren. Deswegen war das auch ein bisschen der Antrieb, weil ich es so selten aus zeitlichen Gründen sehen kann, Paris in letzter Zeit, habe ich mir gedacht, dann schreibst du darüber ein bisschen. Die Gegend, in der der Roman spielt, 18. Arrondissement, ist natürlich eine Gegend, die ich mittlerweile ganz gut kenne. Und so ein bisschen Lokalkolorit sollte das Ganze natürlich auch atmen. Ja, Paris ist ja auch immer so ein bisschen schwierig für einen Roman, weil es ist ja die Stadt der Liebe und überall gibt es romantische Klischees. Ja. Wie kann man diese am besten umschiffen? Ach, ich habe versucht, einfach sie dadurch zu umgehen, dass ich die Figuren langsam versuche zu zeichnen. Das heißt, es ist bewusst ein Buch, das langsam vorangeht. Ich wollte mich auf Nuancen des Lebens einlassen, die Empfindungen der Figuren ein bisschen schildern, auch ihren Alltag schildern. Das war mir ganz wichtig. Wie gehen Figuren in ihrem Alltag miteinander um? Weil die beiden tun ganz normale Dinge. Sie gehen zur Arbeit, sie gehen einkaufen, sie gehen essen. Das heißt, so kann man, glaube ich, Klischees am besten aus dem Weg gehen, indem man jetzt nicht anfängt, sofort den Baguette tragenden Franzosen zu beschreiben, sondern Menschen in ihrem Alltag versucht zu zeichnen. Und wenn dann Orte vorkommen, das lässt sich nicht vermeiden, wie Sacré-Cœur beispielsweise, die Kirche, die allen bekannt sind, die Paris jemals besucht hat, kann man das, glaube ich, auch aus den Augenwinkeln der Figuren so persönlich schildern, dass es dann eben kein Klischee hoffentlich wird. Madame Cottard und eine Ahnung von Liebe ist ja Ihr Romandebüt. Ja. Davor haben Sie sich ja schon als Sachbuchautor einen Namen gemacht. Was ist denn Ihr nächstes Projekt? Wieder ein Sachbuch oder wird noch ein Roman kommen? Ich will die nächsten Wochen eigentlich ein bisschen grübeln. Ich hatte mir gesagt, ich will das mit dem Roman mal versuchen. Das letzte Buch, Ich Wirtschaftswunderkind, hatte schon erzählerische Passagen, mehr als die Sachbücher davor. Und dann bin ich mit Pieper, wo ja die letzten Bücher alle erschienen sind, so verblieben, wir probieren das mal aus. Ich schreibe mal 40, 50 Seiten. Und wenn ich merke, das ist vielleicht keine so gute Idee, dann lasse ich es. Und wenn der Verlag auch sagt, das ist keine so gute Idee, dann sagt er mir, dass ich es lassen soll. Also ich kann mir durchaus vorstellen, es hängt ein bisschen jetzt noch von der Aufnahme des Buches natürlich ab, aber ich hätte Lust, durchaus in diese Richtung weiterzumachen. Ganz vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen für die Fragen. Dankeschön. Gerne.